Shake Your Tail Feather. Von der 0 auf die 10 steigen Nelly Murphy und P. Diddy. Und letzteres laut Fortune Magazine der reichste Entertainer der Welt. Die Green Eyes von Ultra Beats sind diese Woche nicht mehr so angesagt. Der Track fällt von der 7 auf die 9. Neu auf Platz 8 lässt sich Chefmelancholiker Matt Bellamy nieder mit der aktuellen New Single Time is Running Out. Zwei Plätze verloren hat die Ex-Number One Blue Cantrell. Sie fällt mit Sean Paul und Breathe von der 5 auf die 7. Sexbomb-Alarm auf Platz 6. Christina Aguilera und Lil Kim sind neu dabei mit ihrem extra scharfen Skandalvideo zu Can't Hold Us Down. Ist Ready for Las Vegas. Er wird ein paar Gigs im Gambler-Paradies schmeißen. Mit Are You Ready for Love schmeißen ihn die Briten von der 3 auf die 5. Unverändert auf der 4 halten sich die Brüder und Schwestern von Big Brothers, Baby Boy. Idol Garrett Gates ist nicht wie erwartet von der 0 auf die 1 geschafft. Sunshine leider nur auf der 3. Wie gehabt auf Platz 2 Dido und White Flag. Ihr neues Album Life for Rent soll noch in diesem Herbst rauskommen. Und jetzt, endlich, die neue und alte Nummer 1 der Hitlist UK, die Black Eyed Peas. Die bleiben auch in der zweiten Woche ungeschlagen. Verdientermaßen, muss man sagen. Weil ich finde, keiner bringt das politische Klima so prägnant auf den Punkt wie die Jungs. Attentate auf Politiker, Bombendrohungen auf Flughäfen, Angst vor einem Anschlag in der Londoner U-Bahn. Ich meine, da kann man sich wirklich nur mit den Black Eyed Peas fragen, where is the love? Und da musst du doch nicht mal groß aufs Cover schreiben, dass Mr. Timberlake mit von der Partie ist. Und das geht auch so. Das ist sehr schön so. Ja. Von meiner Seite war's das für heute. Wir sehen uns die Tage wieder bei MTV. Und jetzt Englands definitive Nummer 1 für euch. Where is the love von den Black Eyed Peas?